Durch die heftige Detonation wurde die Fassade dieses Geschäftes völlig zerstört. Die Sprengung der Weltkriegsbombe hat in Lingen großen Schaden angerichtet. Polizei und Feuerwehr konnten das nicht verhindern. Die Helfer waren froh, dass sie zumindest alle Menschen in Sicherheit bringen konnten. Das war schon schwer genug. Als wir denn Sicherheit hatten, haben wir die Bombe kontrolliert sprengen können. Ein Transport war nicht möglich. Mit einem chemischen Langzeitzünder fährt man nicht durch die Gegend. Das heißt, ich möchte noch mal erwähnen, bei dieser Bombe mit einem Langzeitzünder ist für jeden, der sich in der Nähe aufhält, akute Lebensgefahr. Daher mussten knapp 9000 Bewohner in Sicherheit gebracht werden. Chaos auf den Straßen, der Bahnverkehr eingestellt. Auch das Rathaus und drei Altenheime wurden geräumt. Wir sind im Galopp unterrichtet worden, alle aus der Wohnung raus, weil wir evakuiert werden. Kurz nach Mitternacht dann Erleichterung. Alle dürfen zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand.